Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Satisfactory. Ich weiß gar nicht mehr, was wir da wirklich letzte Folge gemacht haben, und dann landet auch schon wieder ein erstaunliches Geschenk irgendwo. 3775 Megawatt kommen. Was ich aber definitiv weiß, wir haben einen Adventskalender und wir haben heute den 13.12. um uns ein wenig um. Das letzte Türchen war ja Türchen Nummer 10. Türchen Nummer 10. Das heißt, jetzt können wir mal gucken, hier ist schon mal die 12. Oh, aber ja, für mich ist immer noch der 10. Hallo. Hier können wir noch einmal nachladen. Munition könnten wir eigentlich auch mal wieder gebrauchen, ein bisschen. Er ist jetzt abgehoben, ich hoffe. Einfach so, ja, immer drei Stapel hab. Aber hier steht nichts. Aber bevor ich hier weitermache, ich hoffen wir mal, dass wir es mitgenommen haben, weil. Das hier. Das wäre ein bisschen schade. Elektroschnecken haben wir. Haben wir die 13? Nicht. Hier wären hier 200 Farbpatronen. 51 Energiefragmente. Auch okay. Haben wir. Und soll das die App sein? Codex. Ach ja, vorne auf der Nase. Oh, ein Geschenk. Doch nur die drei. Premium Fixmas gehen. Ja, wir können hier noch ein bisschen was machen. Was wir dieser Folge mal ein wenig machen können, ist. Ja, bei Fixmas weiter forschen. Dafür brauchen wir erstmal Zuckerstangen-Zeug. Ich weiß, dafür müssen wir was brennen. Das genau, hier waren die Eisen-Fixmas-Kugeln. Das heißt, wir brauchen zwei Xenosäppel. Aber dafür brauche ich auch nur die blauen Kugeln. Blaue Kugeln machen wir hier. Also stütze ich das mal kurz. Ja, machen wir einen Konstruktor aus. Und währenddessen das hier läuft, können wir noch mal ein paar neue Geschenke sammeln. 25 Stück brauchen wir. Das heißt, wir brauchen 75 hier. Und da hinten sehe ich gerade einen Container. Naja, Schaden an fixes Eigentum. Das dauert jetzt 2 Minuten. Dann baut eure Ausrüstung robuster. Aber ich würde jetzt gerne Geschenke sammeln. Ganz vergessen, wir haben ja einen Fallschirm. Dabei steht er sogar unten links. Doch bevor wir das tun, würde ich gerne den Explorer bauen. So, wie kommen wir hier jetzt am besten nach oben? 5 Quarz-Oszillatoren schon mal und 5 schwere Rahmen. Modulare Rahmen. Hierfür brauche ich nur 36 Quarzkristalle jeweils. Schrauben, Draht, Rahmen. Noch mehr Schrauben. So, was brauche ich denn? Oh. Den haben wir schon geöffnet. Von denen haben wir ja. Ja, einige rumstehen. Und ich laufe gerade bewusst das Band ab und drücke andauernd E. Um hier von welcher Haben wir sonst noch irgendwas rumliegen? Nö. Weil ich das weiß, dass wir hier dann hinten noch diesen Pfeilern haben. Und ich das gleich miteinander verbinden möchte. War hier nicht ein Geschenk? Ja, da. Genau die hier. Ich würde schon sagen, hier war doch irgendwo ein Geschenk gelandet. Im Inventar ist auch noch ein bisschen Platz. Und hier hinten gab es noch einen. Da kommt das nächste Geschenk. Zum großen Keiler. Hoppala. Ah, da. Was heißt hoppala? Nein, immer mehr Fehler. Ah ja, ein automatisches Speichern. Theoretisch können wir die Kohle abbauen.
und schreddern. Das ist lustig, wenn die Animation unterbrochen wird, wenn man was aufhebt. Genau so wie hier vorne. Aber gut. Die Keiler sind besiegt. Und hier ist eine Höhle. Und ich weiß noch, wie ich am Anfang des Let's Plays gesagt habe, wir werden Förderbänder vernünftig setzen. Ich höre es nicht bautzen. Dass sie nicht irgendwo durchglitschen. Wie naiv wieder vor uns. Also ist hier ein anderes Vieh. Nicht genug Platz dafür. Jetzt schon. So, kriege ich die 300 hin, bevor mir mein Zeigefinger abbricht. Und davon. Da, 300 Stück. Da ist noch eine gelbe Schnecke. Da ist der Keiler. Das ist fertig. Die 25 haben wir. Jetzt wird's kritisch. Dann kann ich mir schon mal den Explorer bauen. Ne. Ich den Explorer, den Zuckerstorn in Becher. Oh, nicht meiner. Den die Band auf meinem Inventar voll ist. Was hat's gedacht? Aus der Keiler verendet. 20 ja. Ticks. Schauen wir doch mal, wie der aussieht. Ja, die gleiche Animation. Dann machen wir uns gleich mal wieder auf zurück. Oh. Produziert 50 okay, Geschenke pro Minute. Ist ja cool. Jetzt muss die Statue kaputt gehen und dann stehe ich da wie so ein Idiot. Irgendwie das heißt, wir können uns unsere Geschenke jetzt über die Zeit selber produzieren. Dann brauche ich nicht immer rumlaufen, dann ist das Ziel der heutigen Folge. Wir wollen uns ja den Explorer einen Weihnachtsbaum bauen. Zum Glück nicht den Internet Explorer. Aber da habe ich das Glas ein wenig zu schnell Ihre abgestellt. Rahmen fehlt Stahlbeton. 5 Stück pro. Oh. Wir brauchen 5 von denen, also 25 davon. Guten Tag, die Herrschaften. Dürfte ich Sie für meine Fleischspritze begeistern? Sie fanden es anscheinend sehr ermüdend. Also müssen wir Stahlträger holen gehen. Obwohl, die zwei Viecher könnte ich eigentlich verprügeln. Vielleicht finden wir aber auch hier hinten wen. Der es wert ist, den Zuckerstangen-Basher abzubekommen. Du kriegst die Zuckerstange. Also noch einer. Wäre zumindest cool. Hier wird keiner übrig gelassen. Wir sind ja keine Tierquäler. Wir töten, wenn dann alle. Ah, Inventar voll. Komm, hier haben wir doch irgendwo irgendwen. Was brauchen wir als nächstes für den Weihnachtsbaum? Geschenke haben wir 100 Stück. Wir brauchen die Zweige. Willst du mir jetzt sagen, dass die Viecher, davon die, könnte ich noch die welche Folien hinten haben. Verteidigt haben, nicht Nein. gespawnt sind? Zweige, brauche ein Geschenk. Ich brauche 100 Zweige für einen Baum. Ja. Na gut. Ich erschlage ich nicht. Hier ist noch Sam Erz. Wir haben auch nicht mal mehr Geschenke. So ein Ding.
So, damit haben wir die silbernen Kugeln und zwar genug. Jetzt brauchen wir noch die Kupferkugel. Komm her. Merry Christmas, Motherfucker. Dafür brauche ich Kupferbarren, habe ich aber nicht mehr. Merry Christmas. Ich machen kann das Alien-Material raus. Und die hier raus. Oh. Die ist schon hin. Ah, nee, die nicht raus. Die nicht raus. Nadina Space for Violette Elektroschnecke. Das raus. Ne, ich brauche die rote und dann Kupfer. Ja, ja, unser zweites Test hier. Produziere ich die rote Kugel. Hohle Energiebasis. Auf 21 hier aufteilen. Und unsere Produktion für Kupferplatten. Also Kupferplatten. Nee, wir die Forschen, aber. Und da hinten das für die versteckten Eisenplatten. Das hat sich jetzt so erstmal erledigt, weil wir brauchen die Geschenke für was anderes. Ja. Nee, ist auch mal so, wie es sich gehört. Und wir haben jetzt endlich wen mit der Zuckerstange verprügelt. Ich weiß gar nicht, haben wir hier genug Kupfer? Ihr braucht mir einfach bloß aus den Maschinen hier rausnehmen. Wie schnell der aber auch anhält. Mit dem Fallschirm. Aber ich bleib lieber bei meinem Gewehr. Das Problem ist, wir brauchen zwei Kugeln. Jetzt ist stärker. Jedes Mal. Das heißt, wir müssen definitiv nochmal. Stahlbeton. Definitiv nochmal los und suchen. Bis wir die 25 Stück haben. Ihr seid. Geschenke sammeln. Ja, dann packe ich hier die Geschenke nochmal rein, damit wir genug Kugeln machen. Halt. Über ihn hin. Na, ja, das brauchen wir ein bisschen. Das ist aber kein Problem. Dann wir mal schnell nach. Jetzt dürften wir 5 Stück können. Ja. Aber jetzt haben wir nicht genug Platz im Inventar. Und hier haben wir auch den Kugelstapel. Wahrscheinlich brauchen wir die 10 Fitness-Dekorationen. Kann man nicht runterschießen, okay. Dann. Also hier brauchen wir ja den Kugelhaufen, dann brauchen wir hier wahrscheinlich die Dekoration und hier für den Stern. Hat gerade Musik gemacht. Aber das werden wir dann sehen. Jetzt haben wir schon mal 35 wieder. Jetzt haben wir das und jetzt brauchen wir bloß noch die Quarz-Oszillatoren. Dafür brauchen wir den. Hier das Pulver. Also was ist das Pulver? Quarzkristall. Ich hätte aber gerne 100 Geschenke. Dass wir uns gleich 2 Weihnachtsbäume machen können. Hey, jetzt muss ich warten, bis da 5 Stück steht. Aber es wird ein bisschen dauern. Was sehe ich denn hier? Verstopft das etwa? Aber was tut man nicht alles? Ja, das hier verstopft. Wir wollen ja schließlich vorankommen. Und da wartet man auch mal kurz. Aber das ist schon das Stufe 3er. Zeit ein wenig ab. Das ist nicht gut.
Oh Gott, 10.000 DNA-Punkte die Minute gemacht. Na, welches wird's letzter? Ja, vielleicht? Nein, aber der hier. Auch nicht. Vielleicht dieser Durchgang. Nein. Speckpilze nehme ich immer gerne mit. Jetzt. Brauchen wir für unsere Nalatoren. Jetzt können wir uns die hier. Das fehlt noch später. Aber ich glaube, dann wird das Spiel ein bisschen zu einfach werden. Jetzt können wir uns den Explorer bauen. Außer man macht wirklich einen Modus, wo man sagt, das Spiel hat eine Art Hungersystem. Dass man regelmäßig essen muss. Dann wäre ein Bild interessant. So ein Survival-Modus. Wenn man stirbt, ist das Spiel vorbei oder man verliert sein Inventar vollständig. Irgendwie sowas. Ja. Noch 5 Geschenke. Hier wird Kohle. Hier sind die 100 drin. Diesen Platz hat er ja. Warte mal kurz das hier rein. So, Kamera wechseln. C geht nicht. Ah, fest und Schnecke. Scheinwerfer ist B. Aber auch nein, hier nicht. Hier kommt der hin. Aufnahmemodus. Das kommt dahin. Wie sieht's hier aus? 13 Kugeln. Und der müsste sich ja. Problem ist, ich bräuchte nochmal 100 weitere Geschenke und nochmal 100 Zweiger. Wenn ich 2 Bäume herstellen möchte. Könnte ein wenig eng werden. Wir natürlich wesentlich besser voran. Problem ist, selber herstellen geht glaube ich gar nicht. So, die Frage, wo sind die ganzen Geschenke? Die ich mit dem jetzt sammeln wollte. Nö. Wie habe ich da jetzt keinen Schaden bekommen? Ah, egal. Also der ist auf jeden Fall cool. Werde ich auch da behalten, aber... wirklich brauchbar ist er meiner Meinung nach jetzt nicht. Au! Der hat dann noch Plusabwehr gemacht. Bin ich frech. Na, da renne ich lieber so durch die Gegend. Wo war die Röhre? Was ich aber machen kann, ist hier bearbeiten. Eins mehr. Da weiß ich, was fehlt. Oben nachschauen. Wie beispielsweise 2 von diesen Kugeln. Sag mal. Vielleicht stehen hier oben ein paar Geschenke rum. Nee, hier nicht. So, 15 Stück. Können schon mal zu Ästen verarbeitet werden. Ja, auch nicht. Sind jetzt zu viele Geschenke schon hier hinten? Und damit haben wir alles für einen Baum. Der hat sogar einen Anschluss. Okay, da ist wieder eins. So,
Sag mal, was machen wir unseren Nachbarn hier gerade? Hier wollen wir einen Türen, dass ich die Erschütterung im Gebäß spüre. Also produziert ihr mir hier jetzt einfach nur Geschenke. Ja, ich sehe noch welche. Finde ich gut. Also irgendwas wird dort in den Wohnungen ordentlich rumbewegt. Ist doch garantiert noch Überreste von so einem Miner, oder? Ne, zwei Eisenplatten. Auch okay. Habe ich genug dabei, um zu sagen. Lagercontainer. Boden ist zu steil, ja, ist mir egal. Wenn ich zuhauen würde, ein Lagercontainer eigentlich in der Flucht. Sitzen. Leiter mit der Null. Ein Baum will ich noch. Die 100 Zweige sind jetzt nicht das Problem, eher die Kugeln. Zweige nochmal. Ob wir das diese Folge noch schaffen? Das sehen wir in der nächsten Folge. Wo wir behandeln, was letzte Folge passiert ist. So einfach ist das. Und dann können wir das Ding nämlich hier hinten anschließen. Aber den Baum kann man nicht anwählen und dadurch kann ich auch nicht sagen, hier produziere schneller. So 30 haben wir schon wieder. Ich müsste eigentlich mal schauen, das kann ich auch mal kurz auf dem Handy machen. Jetzt werde ich mich aber auch ein bisschen beeilen, dass wir noch den zweiten Baum hingestellt bekommen. Und dann kann ich die 5 Minuten, die ich so zwischen den Folgen lasse, wenn es denn nur 5 Minuten sind, manchmal liegt dazwischen auch ein ganzer Tag. Wo ich aber die Rechner natürlich nicht laufen lasse. Sonst wären all unsere Ressourcencontainer schon längst voll. Was ich aber mal schauen kann. Wenn ich fertig bin mit Kratzen. Ja. Ist, wie es unseren Platinen hinten geht. Printing, ich würde aber gerne die Values sehen. Weil sich der Container schon gefüllt hat. Doch dafür müssen wir hierher. Ja. Und wird da geht die Runde fort. Also wo ist hier Eisenerz? Nee. Ab geht die Welt fort, wie auch immer. Petroleumkoks ist wertvoller als Polymerharz. Machen wir auf dem Rückweg. Okay. Wäre natürlich auch eine Methode, eine Röhre oben im Himmel machen. Die so hin und her geht, dass man aber zum alles auffängt. Ist 2 Punkte wert. Und dann einfach nur durch die Röhre rutschen. Punkte wert. Na, da drüben waren wir hin. Was sagt Strom? Danke, ist voll. So, du baust mir 60 ab.
Dann Platin haben wir. Oh ja. Da kann ich sogar gleich mal welche mitnehmen. Weil die werden gebaut für die Computer. Gehen wir uns mal das Paket auf der Leitung holen. Dann bauen wir das einfach hier kurz um. In 5 Minuten haben wir noch für den zweiten Weihnachtsbaum. Ob wir das hinbekommen? Der Wand ist zu steil. Okay, Geschenk ist despawned. Ah ne, da vorne steht's noch. Okay. Und schon läuft das hier. So, sind in der Zeit neue Geschenke so, despawned? Ding. Ja. Ne, geht nicht. Hab eh gespammt, aber das ging nicht. Ist doch gerne, wie die Hochgeschwindigkeitsmunition funktioniert. Ist das so, die Feuerrate, die hochgeht? Ist es die Geschossgeschwindigkeit, die aber dem Panzer. Also Alien-Material. Würde ich auch gerne wissen. Kann der das schon mal verarbeiten? Ah, hier habe ich noch Geschenke gehabt. Gut. Aber dafür müssen wir nicht mehr sammeln müssen. Erforschen. Hier fehlt noch eine rote Kugel. Wie teuer ist denn das? Das ist doch hier bei Schwefel? Ja. Ah, dafür brauche ich diese. Dann habe ich die 20 Beute und dann brauche ich noch die Zweige. Und das Aluminiumbarren gegossen, ja, das haben wir noch nicht. Dann wäre es 74, also nochmal 6. Sind wir bei 80, also 26 Stück. Oh, 50 Platin. Das ist ganz wichtig. Wie günstig. Dass wir das jetzt noch schnellstmöglich machen, weil wir haben nur noch 2 Minuten. Okay, dann hätten wir es halt einfach in der nächsten Folge gemacht. Aber ich will es ja jetzt fertig haben. Wo habe ich hier günstig Eisenbarren liegen? Jetzt sind es nur noch die Zweige und die kann ich nicht mehr herstellen. Hier in den einzelnen Schmelzen. Na. Wo sonst? Komm, die letzten. Und fertig. Bauen wir uns einen zweiten Weihnachtsbaum. Oh, kein Strom, das lässt sich ändern. Und schon produziert ihr mit die Dinger. Das Problem ist, die Folge ist schon wieder vorbei. Ich wie immer etwas doof finde. Und schon haben wir zwei Weihnachtsgeschenkproduzenten. Jetzt brauchen wir wesentlich mehr Kugeln. Ist ja schon mal was. Was brauchen wir denn als nächstes? Das kann weg. 200 Gold, 200 Silber. Ja. Das auch. Halt. Das ist nicht der Müll. Also stampfe ich mir jetzt die Geschenke und schmeiß sie da rein.
Weil ihr solltet vielleicht erst das Zeug hier rausholen. Ja, komm schon. Dann das hier. Ne, die rote war schon. Das ist der. So was hier reinkommt. Richtig. 100. Und damit würde ich mich an der Stelle erst einmal bei euch fürs Zuschauen bedanken. Die Folge ging wahnsinnig schnell rum. Ich weiß nicht weshalb, aber sie ging es halt. Und alles neu aufbauen. Ja. Wir haben jetzt 2 Weihnachtsbäume stehen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Denkt dran, den Kanal zu abonnieren, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt. Und wir sehen uns im nächsten Part. Und bis dahin. Tschüss. Und du hattest die Erdenbrüter. Jetzt kann es hier rein. Hier muss ich den mal reinlegen. Den ich nicht mehr haben möchte. So, aber jetzt. Folge ist vorbei. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, denkt dran, den Kanal zu abonnieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin. Tschüss.